I'm the king of the world. Das ist Band E. Den kennt jeder am Arbeitsplatz. Er ist der inoffizielle Sicherheitsbeauftragte. Ja, bitteschön. Klug, bitteschön. Erfahren, effizient und unheimlich schnell. Er kennt alle Schleichwege. Also los, tschu-tschu. Band E zu Ihren Diensten. Wie steht es mit der Sicherheit? Sicherheit? Da passiert doch nichts. Man muss nachdenken und die Augen offen halten. Die Sicherheit hier ist genauso bombensicher wie unser Asphalt. Ihr könnt mich ruhig fragen, wenn ihr etwas wissen wollt. Ich könnte euch Sachen erzählen, die euch bestimmt nicht gefallen würden. Wir sind hier beim Asphalt verteilen. Der muss erst geglättet und dann gewalzt werden und dann kommt der Asphalt mit einem Greifer, der ist ganz schön warm, nicht? Und an dem will sich niemand den Kopf stoßen. Aber eigentlich gibt es hier gar keine Probleme. Man muss eben nachdenken und zu den anderen Vertrauen haben. Aber das ist keine Vertrauensübung, bei der wir im Kreis stehen und uns auffangen, wenn wir fallen. Hier geht es darum, dass man davon ausgeht, dass der andere steuern kann. Aber Jesper und ich, wir haben eine Verabredung hier, dass wenn er mich mit dem da am Kopf trifft, dann mache ich mit der Schaufel so und dann steht es unentschieden. Das ist bloß ein Witz. Naja, alles klar. Ja, ihr könnt ja sehen, dass wir hier viele sind. Da muss man auf viele Dinge Rücksicht nehmen. Jetzt sind wir dabei, die Straße fertig zu machen. Einen Augenblick. Und dann sind da die Autofahrer, die vorbei wollen. Und dann nehmen wir dann ein bisschen Rücksicht und lassen sie vorbei. Weil, manchmal ist hier nur wenig Platz hier, wenn die Autofahrer vorbei wollen. Ja, bitteschön, gute Fahrt. Dann helfen wir Ihnen weiter, damit Ihr neuer weißer Opel keine Flecken kriegt. Bitteschön. Da passiert aber nichts. Vielleicht manchmal etwas mit den Autos, aber da kann man nichts machen. Nein, die Straße wird nicht ganz gesperrt. Naja, ich komme wieder, wenn ich gegessen habe. Ja. Aber später ist sie fast ganz gesperrt. Ja. Wir werden sehen. Ja. Geht in Ordnung. Wir müssen ja auf unsere Bauern aufpassen. Von denen gibt's nicht mehr so viele. Jetzt schütten wir Tee in den Ausleger hier oder Asphalt. Asphalt, der ist mindestens 150 Grad warm. Und damit kann man nicht wie im Sandkasten spielen. Dann verbrennt man sich die Pfoten. Bei über 180 Grad können sich Gase entwickeln, aber das habe ich noch nie erlebt. Man muss mal aufpassen, wenn man Asphalt auf den Ausleger schaufelt, dass man sich die Zehen nicht klemmt. Normalerweise machen das ja die Klappen hier, aber die sind ein bisschen kaputt. Da stimmt was mit der Hydraulik nicht. Dann machen wir das eben wie früher. Da ist auch nichts dabei. Solange man auf seine Zähne achtet. Es ist nicht immer einfach, so eine Walze zu fahren, denn man muss die Augen offen halten, damit man seine Kollegen nicht platt drückt und gleichzeitig muss man nach vorne und hinten und hier hin und da hingucken. Aber ich habe noch niemanden überfahren. Das kommt vielleicht noch. Jetzt gieße ich gerade so eine Emulsion auf die Fahrbahn, damit der neue Asphaltbelag auf dem alten hält. Das hier, das ist wirklich ganz harmlos. Früher, da hat man Teer genommen. Den vermisse ich etwas. Der Duft von warmem Teer am Morgen. Das Zeug hier ist so ungefährlich, dass man es sich aufs Müsli schütten kann. Da passiert nichts. Nein. Jetzt haben wir Asphalt gelegt und jetzt machen wir Schluss für heute, aber wir meinen es schließlich gut mit den Autos und jetzt haben sie einen neuen Fahrbahnbelag und wie ihr seht, ist das mit der Sicherheit kein Problem. Es ist ein bisschen Dampf und ein bisschen Staub und Lärm und heißer Asphalt, da muss man aufpassen, dass man sich nicht den Kopf stößt, aber da sind Vibrationen und vorbeifahrende Autos, darauf muss man einfach achten. Da passiert nichts, eher ein Wort. Hey, pass auf!